So, Freunde, herzlich willkommen zur Nextpocket Station auf Vulcan. Ja, ich hoffe, ihr habt erstmal gut dabei. Trinkt erstmal einen Schluck Käffchen. Egal, ob es nachts ist oder nicht. Es gibt gewisse Dinge, da müsst ihr auch durch, ganz einfach. So, ja, mal gucken. Heute, zack, zwei, drei. Ah, nee, die, achso, das ist ja irgendwie auseinandergehackt. So, 25, ja, das passt doch. Haben wir doch keine Unterlänge, so. Das heißt, das ist für mich die vierte Aufnahme heute. Ist okay, kann ich mit leben. Und, ja, minus 90 Grad. So. Wir haben jetzt folgende Situation. So, in der letzten Folge habe ich ein bisschen rumpalabert. Das geht in dieser Folge weiter. Also, unser Energieträger für unsere Basis, falls für diejenigen, denen das noch nicht klar ist, ist Stickstoff. Kein Stickstoff, Suburba geht tot. Das ist jetzt der Status quo. Stickstoff, Suburba geht tot. Ende im Gelände. Stickstoff haben wir im Speicher, noch ein Nöcher geholt, aus dem Weltall. Oder was weiß ich woher. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, aber sobald uns der Stickstoff rausgeht, I'm dead. Ja. Das ist erstmal der Status quo. So, wer will das schon? Wer will raufgehen? So. Das müssen wir wissen, dass das auch so ist. Weil es ist auch so. So. Das heißt, wenn dieser Tank irgendwann mal leer ist, dann war's das mit mir. Ist Licht im Schacht. Ja, das will ich nicht. Daran hängt die ganze Basis. Warum? Warum ist das so? Solange ich Stickstoff habe, egal welcher Temperatur, habe ich Winterspawns. Solange ich Winterspawns habe, habe ich eine Kühlleistung, eine Basiskühlleistung, die hat sich erwaschen. Dadurch wiederum ist unsere andere Klimaanlage, ja, die ist bei minus 90 Grad, ja, und braucht nur noch 5 kW. Ja, weil die einfach so unglaublich kalt schon ist. Die ist quasi frostmäßig unterwegs. Ja. Und das bedeutet wiederum, ne, solange wir Stickstoff haben, haben wir keinen Kühlverbrauch unserer elektrischen Kühlanlage, weil wir ja quasi eine Pflanzenkühlanlage haben. Dadurch haben wir keinen Strom, wir haben gar keine Probleme mehr. Und das ist halt das Ding. So, diese minus 90 Grad sollten wir natürlich irgendwie noch speichern oder irgendwie was, so in einem großen Gigakühlspeicher. Aber das ist erstmal das Ding. So, wenn uns der Stickstoff ausgeht, dann war's das. Wir haben hier auch wieder. Aber wir müssen die Wastegas-Anlage auch nochmal anpacken. So, in der letzten Folge habe ich gesagt, wir bauen diese Folge Sturdy. Ja, ich erinnere mich. So, das will ich Sturdy trotzdem bauen. Jetzt ist die Frage, dadurch, dass wir jetzt 20 Grad Basistemperatur haben, ist es ja eigentlich, ja, müssen wir eine Sturdy noch bauen, ist die Frage. Müssen wir eine Sturdy noch bauen? Ja, das ist eine gute Frage, eine richtig gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Ne, weil wir haben ja 20 Grad. Ja, dann wollen wir auf jeden Fall auch die Rakete bauen. So, Rakete stelle ich mir nicht schwierig vor. Warum? Wir brauchen auf der Rakete. Nur Sachen, die wir schon haben. Wir bräuchten für eine Rakete einen Ast rein. Wo geht eigentlich das gefilterte Abgas hin? Von unseren Winterspawnies.
Was für ein Freund. Sicherlich in das Kackerohr hier, ne? Das ist das Rohr. Dieses Kackerohr ist ja nicht mehr dieses Kackerohr. Wir haben hier wieder 16 Grad. 15. 14, 15. Vorhin hatten wir hier 18 Grad. Wir müssen noch mehr. Wir haben 1600 Grad im Abgasrohr. Wir müssen die Stirly bauen. Und wir bauen jetzt auch. Das ist mir zu heiß. Wenn die Basis zu kalt wird, dann kriegen die Stirling keine Erwärmung. Und die Stirly keine Erwärmung bekommen, dann haben wir das Riesenproblem. Saving. Ja. Also die Basistemperatur im Griff zu kriegen oder im Griff zu halten, ist schon ein Aufwand, ne? So. Hey. Bis zu Stirly komme ich ran. Und dann bis einer links da ungefähr. Und schauen, wo das hinführt. Gut, schon, warte mal, wo bin ich denn? Ich könnte jetzt noch erstmal sicher. Wir machen erstmal bis zu Stirly ran. Ne, machen wir nicht. Wir machen nicht bis zu Stirly ran. Und dann gehen jetzt noch zwei, drei nach links. Eins, zwei, drei. Eins. Ja. So. Okay. Rechts noch. Weil das Rohr, das endet doch bestimmt. Achso, da endet es ja. Mal, wir machen mal eine Messung. 17,7. Jetzt ist die Frage, komme ich noch einer hinten? Ich bin jetzt 1, 2, 3 nach vorne.
1, 2, 3, ein Kommentar. Mindestens ein. Eigentlich noch mehr als ein Kommentar. Ja, hinter der Sturley ist auch. Links von der Sturley ist auch. Das heißt 1, 2, 3 und nochmal 2 noch inkludiert. So, nochmal 2 nach hinten geht. Geguckt, wo die Sturley ist quasi. Das Rohr endet hier einfach. Bei der Sturley. Ja, das würde mich jetzt ja nicht jucken. Das bauen wir einfach schnell ab und alles wird chillen, würde ich sagen. Genau, das Rohr endet. Nitten das. Wo endet das? Was soll denn doch hier am Ende des Corners enden? Oh, what? Nur ohne Flex nicht raus. Genau. Gut. Gut, gut. Ja, dann machen wir das auch ab. Komplett, würde ich sagen. So, auch abgebaut. So, der endet auch hier. So, das ist aber noch Abgas. So, jetzt haben wir alles offen. Zumindest auf der Seite. Ist gut. So, irgendein Werkzeug, genau. Schwubbelt da oben rum. So, guck mal hier, das Abgasrohr braucht kein Mensch mehr. Das endet denn doch nämlich unter der GFG. Genau, hier müsste das enden. Da ist offizielles Ende. Und die Abgasrohre. Brauchen wir jetzt hier gar nicht. Doch, hier, also wir brauchen es schon noch hier. Doch. So, aber... The Blue Pipe. Blue Pipe. So, der geht over the left. Nicht erstmal nicht die Bohne. Nur einfach weg, sobald wir übersehen und alles wird schön. So. So, das dazu. Jetzt können wir den auch mal wieder ausmachen, weil ich glaube, der hat genug gesammelt. Haben wir schon fast wieder vergessen. Genau. Wir haben aber schon leichten Stress. Das ist ein Ticke too much. Ein Ticke too much. Was willst du machen? Was willst du tun? Mir den einfach abbauen. Daran. Und so, bei einem Liter. Wenn wir natürlich den anbauen. Leicht entlasten, ja.
Muss nicht so viel, genau. So, gute... Gute 2 Megapascal höchstens. Noch ein bisschen entspannter. Gut. Ist in Ordnung. Ja, die richtige Befüllung ist natürlich auch strong. So. Was benötigen wir? Wir benötigen erstmal einen Abgastank. So. Den Abgastank, der steht da bereits oben drauf. Das heißt, wir brauchen die Kackeleitung. Und dann brauchen wir... Ja, wir brauchen eine Leitung, die hotgasmäßig da oben ankommt. Und zwar direkt da. Das heißt, wir gehen jetzt oben hin und stecken uns erstmal ein Rohr runter. Das ist eine gute Idee. So. Was willst du tun? So, diese Leitung, die wird befüllt mit einer Befüllpumpe. Nee, die wird vom Getsteel befüllt. Quatsch. Die wird entleert mit einer entleerenden Pumpe. So, und das ist jetzt die Kacke-Leitung, wenn man so will. So. So, ich will jetzt nur anzeichnen quasi. Hey. So. Ja. Füllen und leeren. Das Schöne ist, ja, die Maschinen, die sind alle schon da, die wir halt benötigen. Ne? Es ist halt nichts, was wir nicht auf Lager haben. Wir müssen das einfach... die vorhandenen Sachen ja nur so umbauen, dass sie wieder sich in die Basisintegrität quasi einfügen, wenn man so will. Was willst du tun? So, guck mal hier. So, und jetzt haben wir doch. Jetzt nehmen wir quasi diese Leitung und schließen die da an. Die Leitung schließen die da. So, das ist erstmal das erste. So, dann nehmen wir quasi ihn hier weg. Schließen ihn quasi direkt an und sagen, ey, du bist hier die Heißgasleitung, bist du ja auch. So. Und die Heißgasleitung hier ab.
So, da wird doch, sag ich mal, anschlusstechnisch auch ein Schuh draus. So, die Heißgasleitung und die Kaltgasleitung. So. Nö, wo bin ich denn jetzt rausgekommen? So, dann haben wir das auch schon mal angeschlossen, sozusagen. So, dann haben wir hier die Kacke-Leitung. Die quasi... Ja, hier ist die Entsorgung, wenn man so will. Hier den da. Den da. Die muss ich noch anschließen. So, und dann brauche ich definitiv noch ein bisschen Energy. Das ist ja alles soweit yellow. So. Und dann schauen wir mal, was draus wird. So, jetzt habe ich das noch, was ich unten verknüpfen muss. Und dann sind wir soweit. Oh, ich habe gerade zufällig mal einen Blick nach rechts oben gemacht. So. Oh. Ja, da ist mir was aufgefallen. Ich muss ja auch mal was machen, wa? So, zack. Das sieht noch gut aus. Versteckt sich Werkzeug. Oh, ich bin so gespannt, wie geil das denn funktionieren wird. Bestimmt richtig gut. Heizhaus. Ich bin so, ich freue mich richtig auf die Anlage, ehrlich. Ich freue mich da richtig drauf. Was ist das denn hier? Ich will gerade sagen, warum läufst du? Boah, gut. So. So, das ist der GFG. Also das ist auch der GFG. Ja. Yelp. Ah, und da ist die Yelp-Leitung und hier ist noch mehr Yelp-Leitung. Gut. So, dann nehmen wir die Yelp-Leitung. Darf ich bitte?
Ja, nicht unhöflich sein, aber die braune Leitung, die braucht nicht mehr so. Bauen wir Stück für Stück um. Aber ich weiß halt nicht, was da dran hängt, ne? Das ist halt das Ding. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann nur sagen, der GFG ist es definitiv nicht mehr. Der hängt dann nicht mehr dran. So. Gut. Haben wir das. So, jetzt sollten hier irgendwo noch rote Stutzen. Da ist ein roter Stutzen. Runter gucken. So, den müssen wir erstmal anschließen. Ah, der kommt genau am gelben Kabel quasi raus. Also, guck mal. Die könnten wir zum anderen roten Stutzen führen. Genau. Das war mein Plan, Leute. Das wisst ihr doch. So. So. Leitung ist am GFG dran. Leitung ist da dran, da dran, da dran, da dran. Lass mich raus! Lass mich raus! Da war ein Weg. Nein. Lasst mich raus! So. Gerade nach unten aufmachen, aber das sollte ich nicht tun. Nur ein Stück Kackbraunes. Ach komm. Wir ruppen die mal kurz an. Nee. Da taucht nichts. Da war noch was drin. Ja. Weg damit. Und weg damit. Die 300 Grad, die kann man nicht brauchen. Minus 18,6. 25 Grad. Das sind halt diese 14, ne?
Also langsam könnten wir wieder anfangen, Energie zu verbrauchen, weil wir auch genug haben. Ja, das ist das Ding. Immer weniger hängt an dieser kackbraunen Leitung, ne? Das ist halt das einfach. Das ist halt einfach so. Immer weniger hängt an dieser kackbraunen Leitung sozusagen. So. Ja. Das pumpen wir erstmal sozusagen einfach so weg. Meine Batterien sind voll sozusagen. Ich knister da auch rein, Leute. Ich knister da auch rein. Ich joinke da richtig hart rein. Was machen? Kannst du machen? Nix. Grad. Ja, du bist satt. Naja, sei es wie es wolle. Stirling ist erstmal ungesteuert am Betrieb. So, das heißt. Ich habe hier eine Turbopumpe rein. Ich kann das heiße Gas genauso kühlen. Oder eine Turbopumpe rein, setzt den ganzen Quatsch noch eins hoch und dann messe ich erstmal, und wenn Abgas kommt, dann jonke ich mir das in den Tank, plus der andere jonkt ja sowieso in den Tank immer rein, kühle das runter und lasse es dann, wenn es gekühlt ist, einfach raus. Guck mal, hier haben wir schön 27 Grad. Warum? Oh, für ihn ist es relativ fröstelig tatsächlich. Jo. Lass es mal an. Ja.
3,7 kW. Ihr seht da. Ja, schön bummelige 29 Grad, herrlich. Herrlich. So muss es sein. Wird auch 28,8, er hat 32. Minus 18, hat minus 23, 23. 32 macht 55 Grad Unterschied. Warme Seite, kalte Seite. Ja, das ist halt das, ne? Eigentlich sorgt er dafür nur, dass wir, ja, er kühlt mit der Raumluft. Ja. Kühlt mit der Raumluft eigentlich nur den Vorratstank, damit der GFG laufen kann. Und die ganze Energie ist rein stickstoffbasierend. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Wir können das nur, weil wir Stickstoff haben. Aber wenigstens habe ich jetzt hier schön 30 Grad. Ja, das wird jetzt wunderbar übertragen. Ich kann ja diesen Raum hier so heizen, wie ich möchte. Ja. Leider ist der Raum ja durch diesen hier. So, dann haben wir auf der einen Seite eine Kühlung, auf der anderen Seite eine Heizung. Mal sehen, wenn ich den Raum auf 30 Grad schon habe. Wie warm ist es denn hier? Das wird mich jetzt schon interessieren. 22. 22, 21, 20. Oh, 20 Grad. Ist okay. Ist okay. 20 Grad ist toll. Müssten wir die Stirling bloß noch steuern. Was habe ich denn im Rohr? Ich habe keinen Bock umzurechnen. Ich habe keinen Bock umzurechnen. 22,7. Zu 31,3. Was das Problem ist, dass die Klimaanlagen, die da drüben stehen, dass die zwischen zwei Absperrventile müssen. Wären die Ventile nicht, dann wäre das noch mal direkter. Die Ventile, die sperren mir das ja eigentlich weg. Problem ist, sobald du da was zwischensetzt, hast du zwei unterschiedliche Rohrnetzwerke. Und dadurch ist das eben nicht so, ist das so krass. Eigentlich will ich das ja. Eigentlich will ich das ja, also ich will das, dass es abgetrennt werden kann. Aber eigentlich will ich das ja auch nicht. Ich möchte eigentlich, dass wenn das Ventil offen ist, ein Netzwerk ist. Dass ich nicht auf der einen Seite so eine Temperatur, auf der anderen Seite so. Wisst ihr, wie ich meine? Beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz? Ich meine, mehr als einen Hahn aufdrehen kann ich ja nicht.
Allerdings ist das ja einfach so, ne, und das verstehe ich ja auch, dass das sind sogenannte Übertragungsverluste, die ich nicht ausgleichen kann. Ich müsste quasi die Leitung der Klimaanlage direkt mit dem Gebäude hier verbinden. Nur die Leitungen der Klimaanlage. Dann würde es gehen. Wenn ich da so einen riesen so einen Rohrspiegel rüberbaue und die Klimaanlage, die ist ja jetzt am Luftnetz angeschlossen, aber nicht an dem Luftnetz da hinten anschließe, sondern nur die Leitung der Klimaanlage an dem Luftnetz hier anschließe, dann werden die Probleme gelöst. Dann hätten wir hier sowohl die Kühlung als auch die Erwärmung. Und dann wäre das direkter. Und dann würde das auch, dann würde es nicht zu Komplikationen kommen. Weil jetzt ist es so, dass sich das hier natürlich übermäßig warm ist, dann ist es übermäßig kalt. Ja klar, so muss es ja, ne, so ist es ja prinzipiell. Dann würde sich das hier abspielen, dann wäre das übermäßig kalte nämlich auch hier und das übermäßig warme sowieso. Und dann könnte der hier in Ruhe regeln und der Rest der Basis könnte sich quasi angehen. Wäre das. So wäre das. Ja, also dem sollten wir uns parallel auch noch widmen, sozusagen. Ja. Und wir können wieder anfangen, Strom zu verbrauchen. Die ganzen Lichter wieder an. Alles, was abgeschaltet wurde, energetisch wieder an. Ja, das ist so. Wir haben Strom, haben wir wirklich mehr als genug. Dadurch, dass der GFG wieder läuft. Dadurch, dass wir die Winterspawn haben. Dadurch, dass wir Stickstoff haben. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, ehrlich, ey. Es ist nur traurig, aber es ist auch so hart wahr, ne? Es ist auch so hart warm. Früher habe ich das immer versucht, von oben aufzumachen. Und deswegen habe ich das hier unten verschalt, damit ich oben in Ruhe bauen kann, ohne dass ich quasi draußen sein muss, wisst ihr? Das war eigentlich the plan A. Aber ich brauche den Plan nun nicht mehr halten. Ich muss dafür Sorge tragen, dass ich oben den Fußboden gelegt halte. Keinen Fußboden mehr aufmachen. Und dann hat sich das. Hier unten nämlich das alles wieder abbauen. Tja. Wann habe ich das aufgemacht, Junge? Aber es funktioniert halt. Funktioniert halt einfach. Ach, guck mal hier, die braune Leitung, die können wir hier schon mal wieder ein Stück weit zurückbauen. Sein.
kann ich ihn so anschließen, wie ich es eigentlich gedacht hatte. Nämlich so. Ist das auch wieder geil. Keine braune Leitung mehr hier. Jo, damit soll es erstmal das für diese Folge gewesen sein. Sterling läuft. Im Manual-Prinzip. Ja, und jetzt muss ich halt eine Leitung von hier hinten. Und genau hier. Unter mir. Brrrrt. Darüber, da. Dann hier durch. Da. Und dann hier rein. Da. Das wäre die. The way to go, sozusagen. Ist eine ganz schöne Strecke, ist aber auch eigentlich schnell gemacht. Ne? Also ist jetzt kein Drama in dem Sinne. Gut, Freunde. Das soll es auch erstmal für diese Folge gewesen sein. Sterling läuft. Ja, wie gesagt, da die Kommentare nach Rakete schreien, bauen wir Rakete natürlich, ne? Zwischenzeitlich. Seelisch und moralisch. Ja, wir müssten aber auch eigentlich, und das wäre ja auch so ein Ding, ne, in Betriebnahme. Wir sind ja eigentlich soweit. Wenn wir die in Betriebnahme machen würden, dann könnten wir vor allen Dingen auch schon wieder Dinge bestellen. Ne? Das ist es halt auch. Deswegen habe ich das unten abgebaut. Gott sei Dank. Nicht, dass ich wieder Lack kriege von euch, ne? Das ist alles. Das ist nicht falsch verstehen, ne? Höster. Nicht falsch verstehen. Das sieht gut aus. Könnte sein, dass ich zufällig den gesamten Boden richtig habe. Ja, das sieht gut aus. Das ist alles schön. Alles schön soweit. Ja. So, damit habe ich die nämlich komplett hier verbodend. Dann läuft der Lachs immer die Decke mal noch einziehen und Wände noch machen und alles wird schön. So, jetzt werfen wir nochmal einen Blick hier hin. Minus 42 Grad ist super. Und wir haben hier wieder 23. Wollen wir hier wieder ein bisschen anschmeißen, ein bisschen Temperature holen. Ja. Ja. Eigentlich ist es jetzt eine Heizung, das Ding. Eigentlich ist es eine Heizung. Nichts weiter. Es ist nur eine Heizung. Ich bin auf die Kommentare übrigens sehr, sehr froh darüber, dass ihr mir das einfach mal so erklärt habt. Wenn ich das nicht schaffe, irgendwas solltet ihr mir noch erklären, im Zweifel. Boah, was war denn das? Ach so, Leute. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt in den nächsten zwei Folgen behandle. Könnt ihr mir gerne reinschreiben. Offizielle Frage an die Community. Ihr habt geschrieben, Stickstoff mittels Komposter. Beschreibt mir das doch mal ganz genau. Wie, was, warum, wieso. Ich möchte die Funktionsweise sehen. Wie ich mit dem Komposter Stickstoff produziere. Und welche Nebenprodukte es in demzufolge auch noch zu beachten gibt. Das würde ich gerne wissen. Ja, ja, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Wie ich stark bin. Ja, offizielle Anfrage, wie gesagt. Wenn einer Lust hat, schreibt es mal in den Kommentaren genau rein. Stickstoff produzieren mittels Komposter. Bin ich daran interessiert, würde ich gerne bauen. Fehlt in dieser Basis hier. Wäre auch noch so eine geile Geschichte. Ne? Weil jetzt widmen wir uns erstmal wieder unseren Projekten. Vielleicht automatisieren wir das eine oder andere noch ein bisschen. Alles wird schön. So. Ne? Das ist so die Geschichte. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüssi, Freunde.